Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Bartmann am Start. Wie ihr sehen könnt, hier hinter mir, ich bin nicht zu Hause, Leute. Und deswegen war es auch richtig schwer für mich, die letzten Tage Videos rauszuhauen, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Ich war nicht zu Hause, ich habe kein Equipment hier. Ich habe nur meine kleine Canon-Kamera und mein Laptop dabei. Aber damit ihr nicht auf dem Trockenen sitzt, mache ich natürlich ein Video jetzt für euch. Ich habe gesehen, ihr habt meine Reaktion zu Best Barbers in the World richtig gefeiert. Und dann habe ich euch gefragt, ob ich noch eine Reaktion machen soll. Entweder zu Tattoo Fails oder wieder Best Barbers of the World. Und ihr habt mir auf Instagram so viele Nachrichten geschrieben. Hey, Bartmann, reagier mal auf den Link. Und dann gehst du auf den Link drauf. Und dann gucke ich so, ist es wieder Best Barbers in the World. Auf jeden Fall feiert ihr das, Leute. Und ich feiere das, dass ihr das feiert. Und deswegen, Leute, schauen wir uns auf jeden Fall die nächste Folge von Best Barbers in the World USA an. Und Leute, bevor es losgeht, abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen, dann verpasst ihr kein Video mehr. But it's too late now, I remember you and me. And how careless we could be. Hey, Moment, Leute, ist das eine Frauenhand, die gerade da die Haare macht? Mit lackierten Fingernägeln? Oder ist es eine Männerhand mit lackierten Fingernägeln oder was? Ich hoffe mal, das ist eine Frauenhand, weil wenn es eine Männerhand wäre, wäre es natürlich strange, Leute. Definitiv. Muss man schon dazu sagen, aber ich hoffe es mal, dass es eine Frau ist. Okay, das ist auf jeden Fall eine Frau, denke ich. Und lustig anzusehen, definitiv, wenn eine Frau mit einem Rasiermesser umgeht und es besser kann als ein Mann. Definitiv. Oha, was sind das für lange Haare? Richtiger Mogli am Start hier. Werbung. Werbeeinblendung, aber nicht von mir. Ja, man muss schon dazu sagen, definitiv gute Barberarbeit, ja, es ist ein Kunstwerk, aber das ist jetzt keine Alltagsfrisur, mit dem man so auf der Straße rumlaufen kann. Ja, das ist so ein bisschen Igel sein Vater nach vorne und dann sieht man hier so ein, was ist das, keine Ahnung, Standstreifen auf der Seite und ja, der Übergang sieht jetzt hier nicht so brutal aus, aber ist auf jeden Fall Kunst. Aber schauen wir mal, wie es hinten aussieht. Ja, okay, das sind bestimmt die Lichtverhältnisse gewesen und so. Aber sieht gut aus. Hat sie gut gemacht, die Frau. Warum kommt jetzt hier schon wieder Werbung? Pacino Signature Line. Also Leute, das ist nicht meine Werbung, deswegen ich bitte nicht bestrafen. Was wollen die jetzt damit zeigen? Was? Now I remember everything. Ja, wollen die jetzt hier gerade den Übergang zeigen? Das ist ein Standard 0815 Übergang, den Mohammed und Ali auch hier in Süddeutschland in, wo bin ich hier gerade, in Friedelsheim auch machen können. Also ist jetzt nichts Besonderes definitiv. Best Barber in the World. Naja. Ja, okay, wir haben es verstanden. Sein Pickel da vorne haben wir auch schon gesehen. Ist der Junge jetzt Barbier oder was? Oder ist es einfach nur so eine Szene? Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't. Oha, richtiger Elvis Presley, ja. Aber Elvis Presley Empire State Building, so weit nach oben, guck. So weit nach oben.
Ja, muss man schon sagen, hat er gut gestylt, aber was ist das für eine Frisur, ja, übertreib's nicht. Hiyo. Aber cool gemacht, muss man schon sagen, auf jeden Fall. Hat er die Haare geschnitten, draufgelegt und dann mit dem Handy drüber. Das ist ja ein richtiger Lockenkopf hier am Start. Wow, was macht der da? Boah, krass, Alter, wenn du jetzt jeden Tag deine Haare so glätten müsstest mit deinem Lockenkopf. Das wäre zu arg. Yeah, like J. Cole, it's my first time. Goddamn, man, she's so fine. She got a body and a sharp mind. Not a nine, she a straight dime. Short skirt, aber krank ist der Gefühl, definitiv. She finish up with a crop top. She likes hip hop and hard rock. She likes heavy drops, that's hot. Ich habe ja gesehen, wie ihr bei dem anderen Video alle abgegangen seid, als ich gesagt habe, kommentiert mal eure Stadt. Kommentiert mal alle eure Schuhgröße jetzt unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, Leute. Weiter geht's. Just give me time, I'll be swimming up in a diamond. I'm winning, pinning her down, and I'm in it, yeah. Oh man, my thoughts are explicit. I like to test out my limits. Already got me addicted, yeah. Just to the thought of her vivid. Tell all my friends I'm gonna get it. At the next party, I'll get it, yeah. Oha, das sieht ja richtig beschissen aus. Vorsicht! Eine Frau. Up to the party, dude. I look around, man, nothing new. I see my girl sipping on a brew. That's when I knew what I wanna do. My heart's fast, so I talk slow. And what I'm saying, man, I don't know. I just hope I look like a pro. Cause all I wanna do is take a roll. Tip, body like a spinner. We're sipping on a catalyst for a sinner. I feel my blood run thinner. Straight to my liver. Now Leute, was haltet ihr davon, wenn eine Frau sich solche Sachen in die Haare reinrasieren lässt? Also, ich bin mal auf eure Meinung gespannt, Leute. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon, wenn sich eine Frau sowas in die Haare reinmacht? Schreibt dann unten in die Kommentare, Hashtag rasierte Frauen oder Hashtag keine rasierten Frauen. Das guckt die so, ja? Ah, richtige Kämpferbraut, ja? Will Smith, sein Vater ist am Start.
Oha, hat er die grün gemacht oder was? Chris. Alter, nee. Wie schwarz sein Bart einfach ist. Ohne Witz, also wie sieht der aus mit seinem rasierten Schnurrbart? Warum rasieren manche Leute Schnurrbärte weg? Ich verstehe es nicht. Aber der Übergang gefällt mir definitiv gut. Ey, wie oft will der denn noch um seinen Kopf rumdrehen? Ich hab doch gesehen, wie der Übergang aussieht. Der ist schon dreimal um seinen Kopf gegangen, als würde sich was verändern an dem Übergang. Bei dreimal um den Kopf gehen. Ja, ui. Der kleine Hurensohn. Der hat mich ja richtig erschreckt, Alter. Mach das nie wieder. Wenn du mich noch einmal erschreckst. Ja, Tribals halt, Mann. Tribals. Die waren früher cool, Mann. Lieb bitte heute nicht mehr, bitte. Okay, ich hab's auch gesehen wieder. Okay. Top, mach weiter. Schon wieder so ein Tribal, Leute. Auf jeden Fall hätte ich auch mal Bock, jemanden so ein Tribal zu rasieren, weil ich glaube, ich könnte es auch vielleicht machen. Aber ich kenne niemanden, der sich dafür zur Verfügung stellen würde. Würde sich jemand von euch zur Verfügung stellen? Soll ich mal jemanden live Tribals in die Haare, in die Seiten reinrasieren? Schreibt mal unten in die Kommentare Hashtag Tribal reinrasieren. Dann werde ich auf jeden Fall mal jemanden suchen, bei dem ich das machen kann. Und dann werde ich auf jeden Fall irgendein Tribal reinrasieren, weil im Endeffekt... Ist ja Kunst. Ich muss ja nicht Madonna ihr Gesicht nachzeichnen. Ich kann ja dann so eine Lines oder so eine Wellen reinmachen. Und dann, ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir unten rein, Hashtag Tribal rasieren. Dann suche ich auf jeden Fall jemanden, machen mal ein Video darüber, wie ich jemanden Tribal reinrasieren. Ja, auf jeden Fall muss man schon sagen, ja, die haben heute wirklich alle Seiten... Moment, ich muss mal die Kopfhörer hier rausmachen. Die haben auf jeden Fall wirklich alle Seiten 3 oder 4 Mal oder 5 Mal gezeigt. Heute waren keine komischen Fragen in dem Video drin, aber dafür habe ich die komischen Fragen gestellt. Deswegen könnt ihr ja alles schön in die Kommentare schreiben. Heute müsst ihr kein I love my mom mit verbundenen Augen oder Augen zuschreiben. Und ihr müsst auch nicht schreiben, aus welcher Stadt ihr kommt. Aber dafür müsst ihr schreiben, welche Schuhgröße ihr habt, ja? Ja, Kommentare sind Kommentare, aber ich lese sie mir gerne durch. Ich will mal wissen, ob ich die größte Schuhgröße habe mit 46, oder ob es Leute gibt, die größer als 46 haben und euch als meine Fans bezeichnen. Also Leute, auf jeden Fall war ein cooles Video hier. Best Barber in the World 2018 USA. Aber ich bin mir definitiv sicher, dass es da auf jeden Fall krassere Videos gibt. Weil ich habe letztens in so kleinen Vorschaubildern habe ich gesehen, dass da wirklich fette Werwolfrücken entwachst werden. Das will ich sehen. Ich will nicht komische Tribals sehen, aber wir haben uns das jetzt zusammen angeguckt. Ja, heute war der Tribal Day und wenn ihr wollt, dass ich jemanden Tribal reinrasiere, wisst ihr, was zu tun ist, Leute. Aber auf jeden Fall, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bewerten nicht vergessen. Ja, rankt das Video ganz weit nach oben, weil beim letzten Video hatten wir über 300.000 Klicks und das war gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr weitere Videos wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Kommentieren, bewerten, abonnieren und so weiter. Support ist kein Mord oder doch oder ich weiß, was weiß ich. Aber wenn ihr wollt, dass es weiter so geht, dann supporten, Leute. Also Leute, bis zum nächsten Video. Ich versuche jetzt diese Hitze hier auszuhalten und ja, bald bin ich wieder in Berlin. Da gibt es wie gewohnt fast jeden Tag ein Video oder fast alle 2 Tage ein Video. Also Leute, genug gelabert. Peace out. Ich bin raus. Euer Bartmann. Peace.